Es gärt gewaltig in der Bevölkerung und die Politik tut alles, teils beschwichtigend, teils irreführend und teils unfair, um der Bewegung im Volk das Momentum, den Schwung, den Elan zu nehmen. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Medias in Res zur politischen Meinung. Ich bin wieder beim Thema Proteste der Landwirte bzw. der Bevölkerung. Im Vorfeld der Proteste wurde unter Instrumentalisierung vieler Medien ein vermeintlich geplanter Umsturz an die Wand gemalt. Von rechter Unterwanderung wurde geschwurbelt, weil bei den Hunderttausenden Protestierern auch welche mit reichlich dummen Sprüchen und dämlichen Zeichen dabei waren. Die wurden dann gezielt medial herausgehoben und verortet. Nachdem diese schrecklichen Nachrichten lediglich bei den Funktionären des Bauernverbandes und bei einigen der medialen Aushängeschilder der Bauern gefruchtet hatte, musste sogar Cem Özdemir öffentlich vor der Presse kleinlaut zugeben, dass die Proteste nicht braun, sondern bunt seien, wie er das gesagt hat. Ganz einfache Sache, bei zu vielen Bürgern, die da draußen mit Faust in der Tasche rumlaufen, hatten die pauschalen Beschuldigungen aus der Riege der Berufspolitiker und in der medialen Darstellung schlicht den Ärger über die da oben nur verstärkt. Die Zahl derer, die jetzt beschlossen, sich der in erster Linie von Landwirten angestoßenen und getragenen Proteste anzuschließen, nahm daher erkennbar zu. Dieses Anwachsen ist auch damit zu erklären, dass in der Bevölkerung zunehmend bewusst wird, wie sehr auch sie von der Geldverschwendung der Bundesregierung betroffen sind. Arbeitnehmer, Angestellte, Freiberufler und Unternehmer wie zum Beispiel Bäcker, Metzger, Fliesenleger, Klempner, ja sogar Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte spüren langsam, wie sehr der ideologisch geforderte Umbau einer parlamentarischen Demokratie und einer sozialen Marktwirtschaft durch eine sogenannte, selbsternannte und zunehmend doktrinär agitierende Klimaregierung in eine dirigistische, zentralistische und geldfressende Planwirtschaft mündet. Der Ideologie wird alles untergeordnet und die Bürger bekommen zunehmend die Freiheit beschnitten, ihr Leben so zu gestalten, wie sie das gerne möchten. Sie haben sich gefälligst das Erreichen der utopischen Ziele der Ideologie zu eigen zu machen und notfalls existenzbedrohende Opfer in Kauf zu nehmen. Ja, da stellt sich dann so ein Finanzminister Christian Lindner hin und schwadroniert irgendwas von Verständnis und erklärt den Menschen vor ihm auf der Straße, dass, Zitat, die Politik wieder lernen müsse, mit dem Geld auszukommen, das die Bürgerinnen und Bürger ihr zur Verfügung stellt. Ach was, Herr Lindner, eine fundamentale Einsicht. Er fordert, es müsse fair zugehen. Es dürfen keine Sonderopfer geben. Also da kann doch jeder nur dreimal laut Ja sagen, oder? Doch dann kommt der Spruch, erwartbar, den er sich bei Julia Klöckner geklaut hat. Zitat, aber alle müssen ihren Beitrag leisten, Zitat Ende. Immerhin habe er, so verkündet er, dieser Held, den Neubau des Finanzministeriums gestoppt.
Was für ein Hohn gegenüber Menschen, die schon lange permanent von der Politik gegängelt werden. Für Menschen, die, anders als beispielsweise die Gewerkschaften, nicht permanent Streit mit der Politik gesucht haben, sondern erst 2019 von der Bewegung Landschaft Verbindung von einer Landwirtsgattin auf die Straßen der Republik gerufen wurden. Das alles im Übrigen zum Entsetzen der tief mit der Politik verflochtenen Funktionärskaste des Bauernverbandes. Und so hat man von Beginn an aus den etablierten Strukturen heraus mit allen, auch unlauteren Mitteln versucht, die Bewegung zu spalten. Landwirtschaftsvertreter und Politik haben da gut geschmiert Hand in Hand gearbeitet. Jedes vermeintliche Entgegenkommen, alle klugen Ansätze wurden in irgendwelchen Quasselrunden und Stuhlkreisen kaputt gelabert. Zunehmend hat der Bauernverband die kurzzeitig aus der Hand gerutschten Zügel wieder straff gezogen und die Basisvertreter aus den Gremien verdrängt. So saß man letztlich mit den altvertrauten Gesichtern aus Landwirtschaft, vor nachgelagerten Wirtschaftszweigen, dem Lebensmittelhandel und der Politik wieder traut beieinander. Umso erstaunlicher war dann die Entwicklung des vergangenen halben Jahres. Sie zeigt aber, dass die Politik selbst für altgediente Lobbyisten das Rad überdrehen kann. Wenn selbst ein Bauernpräsident Ruckwied auf einer Demonstration gegen weitere Belastungen der Landwirte in einer bisher unbekannten Schärfe nicht Kompensation durch Geld aus dem Steuersäckel einfordert, sondern Proteste in einem ungekannten Maße ankündigt und das dem neben ihm stehenden Landwirtschaftsminister in aller Klarheit ins Gesicht sagt, dann war das ein erstaunlicher Moment, der die Brisanz der Politik überdeutlich gezeigt hat. Es scheint jedoch nicht so, dass der Demo-Tingeltangel der Politiker à la Couleur in den vergangenen 8 Tagen irgendeine Erleuchtung in der Kaste der Diätenbezieher bewirkt habe. Cem Özdemir versucht erneut, den Spaltpilz in die Bewegung zu treiben und spricht davon, der Bevölkerung einen Bauernsoli aufdrücken zu wollen. So kann man dann nachher die Landwirte wieder als Schmarotzer der Gesellschaft darstellen und die Kräfte des Widerstandes durch Teilung schwächen. Darauf sollte sich keine der beteiligten Gruppen einlassen. Es ist eine gefährliche Falle. Aber warum kommt in der Politik niemand auf die Idee, ernsthaft zu sparen? Es gibt in Deutschland so viel Blödsinn, der finanziert wird. Es wird so unglaublich viel Geld im Ausland verpulvert, dass einem die schieren Zahlen das blanke Entsetzen ins Gesicht treiben. Und noch einmal sei daran erinnert, dass Maike Schulz-Broers, die Initiatorin der Bewegung Landschaft Verbindung, immer wieder betont hat, es gehe, ganz im Gegensatz zum Bauernverband und dessen Präsidenten, nicht darum, Subventionen zu fordern, zu erhalten und zu erhöhen, sondern faire Preise unter anderem vom Lebensmittelhandel und vom Lebensmitteleinzelhandel zu bekommen. Das geht aber nur, wenn die Politik den Bürgern ihr Geld nicht aus der Tasche zieht, um sich dann unter Rückgabe eines Bruchteils als gönnerhafter Kümmerer aufzuführen. Dann muss man eben das, was man früher dazu verwendet hat, um Subventionen über den Umweg EU, der auch noch Geld kostet, oder auch eigene Subventionen auszuzahlen, den Menschen eben schlicht direkt dieses Geld lassen.
Aber das ist eben so. Geld bedeutet Macht. Wer darüber verfügt, der kann nach Belieben und Gutdünken, Wohlverhalten und Unterordnung prämieren und Kritik und Widerstand als unzulässige und unverschämte Insubordination durch Mittelkürzung sanktionieren. Und wer von den Machthabern ist schon wirklich bereit, sich ein solches undemokratisches Instrument aus der Hand nehmen zu lassen oder es sogar freiwillig aus der Hand zu legen? Ich danke Ihnen, dass Sie auch heute dabei waren bei der politischen Meinung. Ich hoffe, es hat Ihnen zugesagt. Schreiben Sie mir Ihre Meinung in die Kommentare. Lassen Sie ein Like da. Verbreiten Sie das Video. Abonnieren Sie bitte unseren Kanal. Schauen Sie auch in unsere anderen Angebote rein. Bis zum nächsten Mal bei Medias in Res. Servus.